Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir darüber, warum du Angst vor Frauen hast oder, um es ein bisschen vielleicht treffender auszudrücken, warum du Ansprechangst hast, die Angst, mit Frauen oder generell anderen Leuten in Kontakt zu kommen und was du dagegen tun kannst. Viel Spaß beim Video. So, heute reden wir über Ansprechangst bzw. Angst vor Frauen generell bzw. Angst vor sozialen Kontakten. Und wir reden nicht zufällig darüber, sondern wir reden darüber in Verbindung mit dem Video, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe, genau genommen vor 2 Tagen, mit dem neuen Herausforderungsvideo. Dazu ganz kurz, es gibt eine neue Herausforderung. Wenn du teilnehmen möchtest, schau einfach beim Video vom Sonntag, das ist hier das Video vor diesem Video vorbei, da kannst du dich für die neue Herausforderung anmelden. Was machen wir? Wir machen wieder NoFap. Wir machen NoFap, vor allem aber NoPorn, das ist der wichtige Punkt. Wir schauen keine Pornos, holen uns keinen runter für 2 Wochen. So, und ich möchte das als Basis nutzen, um dir jetzt zu erklären, den wahrscheinlichsten Grund, warum du eine gewisse soziale Angst hast, Angst vor Frauen, Angst davor, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Und das hängt alles zusammen und darüber wollen wir jetzt reden. Ich will dir zeigen, woran das liegt und offensichtlich dann, was du tun kannst. Also, woran könnte das liegen? Es liegt bei den meisten Menschen, also natürlich gibt es sowas wie eine, es gibt Leute, die sind generell mehr Angst, also angstvoller als andere von der Genetik her. Da machst du jetzt nicht besonders viel, das ist dann einfach so. Und es gibt natürlich auch Leute, die haben so miese Erfahrungen gemacht in ihrem Leben, dass sie eine gewisse soziale Angst entwickelt haben. Aber ganz, ganz viele Leute leiden auch unter sozialen Ängsten, weil sie unter gewissen Süchten leiden. Und das ist dir vielleicht gar nicht klar. Und deswegen machen wir übrigens NoFap oder beziehungsweise NoPorn. Und an diesem Beispiel möchte ich es mal genauer erklären und du kannst es dann auf alle anderen Sachen auch übertragen. Und wenn ich jetzt Süchte sage, dann meine ich nicht, dass du drogen- oder alkoholsüchtig sein musst. Es gibt da nämlich ganz andere Sachen mittlerweile, die genauso schlimm bis schlimmer sind und die eben dafür sorgen können, dass du ja eine gewisse Sozialphobie hast und deswegen auch Probleme mit Frauen. Also wir werden hier gleich den Gesamtkreis ziehen. Schauen wir uns mal am Fall NoFap, NoPorn an. Der NoFap, also sich kein runterholen Teil, ist nicht der relevante Teil hier an dieser Stelle. Es geht um den NoPorn Teil. Also keine Pornos zu schauen. Also, was machen Pornos? Um das zu verstehen, müssen wir uns kurz angucken, wie funktioniert denn, wie funktionieren unsere Hormone, wie funktioniert unser Belohnungssystem, ja? Stichwort Dopamin. Dopamin ist das Glückshormon, was ausgeschüttet wird, das, man könnte auch sagen, Belohnungshormon, das dir sagt, boah, diese Handlung ist gut für dein Überleben oder für deine Fortpflanzung, mach die bitte wieder, ne? Mach die bitte weiter. Deswegen ist es sehr, sehr einfach für uns, süchtig nach zum Beispiel Junkfood zu werden, weil im Junkfood eben eine hohe Kaloriendichte drin ist, also du kriegst viel Fett, du kriegst viele Kohlenhydrate, du kriegst viel gebündelte Kalorien und naja, das ist natürlich eine positive Message für unser Überlebenssystem. Wir haben sozusagen den Überlebensjackpot gefunden, wenn wir sehr viel dichte Kalorien essen können in kurzer Zeit. Wenn unser System denkt, hey, das hilft uns beim Überleben, dann belohnt es uns eben mit Dopamin, damit wir diese Handlung wiederholen. Deswegen ist es so einfach, naja, ich sag mal, süchtig nach Junkfood zu werden. Das ist übrigens auch wieder eine dieser Süchte nach ungesundem Essen. Und wir werden das gleich alles zusammenführen. So, Pornosucht, ich denke, das dürfte dann auch relativ klar sein. Natürlich belohnt uns unser Belohnungssystem auch, wenn wir sexuelle Handlungen machen. Denn weiter oder näher an Fortpflanzung geht es ja gar nicht mehr. Ne? Sex ist gleich Fortpflanzung, offensichtlich. Außer du benutzt natürlich ein Kondom. Aber das ist natürlich die ursprüngliche Funktion des Ganzen. Das heißt, wir werden von unserem Dopaminsystem für sexuelle Handlungen belohnt. Das hast du sicherlich auch schon mal gemerkt. Wenn du mit einer Frau schläfst, dann ist das schon eine geile Sache. So, muss ich dir ja nicht sagen. Aber wir werden auch von unserem Dopaminsystem belohnt, wenn wir eben Pornos schauen. Denn unser Gehirn kann dann nicht wirklich unterscheiden. Offensichtlich nicht, denn wir haben ja auch einen Orgasmus, während wir in Porno schauen und da kann unser Gehirn nicht wirklich unterscheiden. Das Problem, was jetzt durch den Pornokonsum kommt und durch alle diese, man nennt das auch Superstimuli, ist, dass ja zu viel Dopamin ausgeschüttet wird. Ne? Also angenommen, du machst dir jetzt, also jeder, der mal Porno auf Pornoseiten unterwegs war, kennt das sicherlich, dass man sich einfach auch mehrere Sachen in kurzer Zeit anguckt. Ne? Man guckt sich den einen Porno an, ein paar Minuten, dann geht man zum nächsten Porno rüber. Du kannst innerhalb von 10 Minuten 20, 30 nackte, heiße Frauen sehen. Das war niemals vorher möglich. Ja, unsere Steinzeitvorfahren oder meinetwegen auch die Leute im Mittelalter, die konnten nicht in 10 Minuten 20 nackte Frauen sehen. Woher sollten die auch kommen, die nackten Frauen? Das ging halt nicht. Und deswegen ist unser Gehirn, unser Belohnungssystem überhaupt nicht darauf vorbereitet. Unser Belohnungssystem ist nicht auf diese krassen Stimuli vorbereitet, die uns krass überstimulieren. Und was dann halt passiert,
und das ist die gleiche Wirkung, die zum Beispiel Ecstasy oder andere Drogen haben können, ist, dass einfach zu viel Dopamin ausgeschüttet wird, zu viel von dem Belohnungshormon, dann wirst du A, erstmal süchtig, ne? Das ist ja auch jetzt nicht die große Überraschung, ne? Aber B, und das ist das viel Schlimmere, dein Belohnungssystem stumpft auch irgendwann ab. Ne? Also die Dopaminrezeptoren, an denen das Dopamin dann andockt, sagen irgendwann, boah, ne, das ist jetzt aber zu viel, da lassen wir jetzt mal nichts mehr andocken. Und dann wirst du merken, dann wirst du diese klassischen Suchtsymptome merken, dass nichts macht mehr wirklich Spaß, es ist nur noch diese eine Sache, die du brauchst, damit du Spaß hast, in dem Fall wäre es dann Pornos schauen. Wie gesagt, es geht hier gar nicht so sehr ums Masturbieren, ne, wir machen das, wir lassen auch das Masturbieren, weil das dann schnell zu diesem Pornokonsum führen kann. Es geht nicht so sehr darum, denn das ist jetzt nicht so ein Superstimuli, ne? Wenn deine eigene Vorstellung ist jetzt nicht der Mega-Stimuli, nicht so wie wenn du Pornos schaust, ne? Also alles macht weniger Spaß. Und was witzigerweise auch, oder was heißt witzigerweise, traurigerweise, auch eine Folge von Sucht ist, sind soziale Ängste. Also soziale Ängste und auch Depressionen, ne, falls du in dieser Schiene unterwegs bist, sind Folgen davon, dass du in gewisser Weise süchtig bist. Und jetzt eine ganz, ganz wichtige Sache, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Süchtig sein ist kein, ich bin süchtig, ich bin nicht süchtig, sondern hier oben ist, naja, sagen wir mal 100%, du bist total süchtig und hier unten ist, du bist überhaupt nicht süchtig. Aber das ist, das alles dazwischen, das ist ein Intervall, okay? Es gibt nicht, entweder bist du süchtig oder nicht süchtig, du bist ein gewisses Grad an süchtig, ne? Und wir alle sind mit Pornos aufgewachsen, wir alle sind mit Highspeed-Internet-Pornos aufgewachsen, die Generation nach uns noch viel mehr als unsere Generation, ich meine jetzt meine Generation, und gerade wenn du mit in jungen Jahren damit angefangen hast, dein Gehirn ist so formbar in jungen Jahren, wenn du diese Superstimuli, bam, 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 Gehirn in jungen Jahren reinballerst, dann ja, dann kommt halt diese Abhängigkeit, dann kommen diese negativen Konsequenzen. Eine weitere, und das ist übrigens alles wissenschaftlich, was ich hier erzähle, das ist nicht irgendwie, boah, das stellen wir uns jetzt vor, sondern das sind erwiesene Sachen von Porno, Sucht, wissenschaftlich untersucht, da gibt es viele Studien zu. Eine weitere Sache ist, dass wir die Fähigkeit verlieren, Langzeitziele zu verfolgen. Ich habe im Podcast darüber gesprochen, wir verlieren die Fähigkeit, Langzeitziele zu verfolgen, weil wir eben die ganze Zeit auf diesem Kurzzeitziel-Trip unterwegs sind. Ne? Wir setzen uns hin und nach 5 Minuten kriegen wir unsere Belohnung, nämlich den Orgasmus. Oder kriegen die Belohnung, indem wir noch eine nackte Frau sehen. Und das findet unser System total toll. Deswegen sind wir nicht in der Lage, langzeitlich Ziele zu erreichen. Das ist ein weiterer Punkt und der ist natürlich ultra schädlich. Ja? Aber wir fokussieren jetzt mal auf den soziale Problempunkt. Also wie gesagt, Depressionen können davon kommen, aber eben auch Sozialangst. Das ist tatsächlich eine Folge davon, eine wissenschaftlich belegte Folge. Du bist weniger selbstbewusst, mehr schüchtern. Du hast, negative Gefühle anderen Menschen gegenüber und es fällt dir schwer, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. All das ist Folge von Sucht. Und die Pornosucht ist tatsächlich eine der extremsten und krassesten Süchte überhaupt. Denn, was man jetzt verstehen muss, Drogen wie zum Beispiel Heroin oder Kokain, die bedienen sich des gleichen Systems, nämlich des Sexualsystems, des Sexualbelohnungssystems. Dein Sexualbelohnungssystem im Kopf ist eins der stärksten überhaupt. Und Heroin und Kokain arbeiten mit diesem Belohnungssystem. Genau wie, logischerweise, Pornos mit diesem Belohnungssystem arbeiten. Deswegen kann es auch sein, dass du schon mal erlebt hast, dass du mit der Zeit des Pornokonsums immer extremere Sachen schauen willst. Das ist so eine klassische Desensibilisierungssache. So wie du trinkst jeden Tag eine Flasche Alkohol, aber irgendwann reicht es nicht mehr. Das heißt, du musst jeden Tag 2 trinken. Das gleiche passiert beim Porno und wir können es dort beobachten. Du schaust erst normale Pornos und irgendwann ist es halt langweilig und das geht dir irgendwie nicht mehr so ab. Und dann machst du weiter und schaust halt irgendwelche krasseren, heftigeren Pornos. Also du brauchst immer heftigeren Stuff. Ne? Und das kann übrigens auch dazu führen, dass du erektile Dysfunktion hast, also dass du kein Hoch kriegst mit echten Frauen, weil echte Frauen sind dann natürlich logischerweise nicht mehr dieser Superstimuli, den du von Pornos gewohnt bist. Und je länger du das machst und je jünger du warst, als du damit angefangen hast, desto extremer wird das bei dir sein. Und das Interessante ist, auch das Gruselige könnte man sagen, dass wir uns dessen gar nicht so richtig bewusst sind. Weißt du, wir denken, das ist unser normaler Zustand, aber es könnte so viel mehr, du könntest so viel motivierter sein, du könntest so viel glücklicher sein, du könntest so viel weniger soziale Ängste haben, indem du nur das eine sein lässt. So, also, wir haben uns das gerade angeguckt in Bezug auf Pornos, weil das ein großer Faktor ist. Es geht hier darum, warum hast du Angst vor Frauen oder Kontakt mit Frauen. Das gilt natürlich auch für andere Dinge. All die Sachen, die in deinem Leben irgendwie eine Sucht sind, das kann, wie gesagt, auch sehr viel ungesundes Essen sein, wenn du übergewichtig bist. Pornos können es sein, haben wir gerade drüber geredet. Es kann Computerspiele sein,
an sich keine schlechte Sache. Computerspiele können sehr gut sein. Auch du kannst durch Computerspiele sehr gut zum Beispiel Reaktionsvermögen oder Denkvermögen dazu bekommen. Aber die meisten Leute, die spielen, übertreiben es natürlich. Also die meisten Leute spielen nicht jeden Tag eine Stunde sondern, oder eine halbe Stunde, sondern jeden Tag 5-6 Stunden. Und dann hast du da die nächste Sucht. Die funktioniert genauso. Also die Folgen sind immer gleich. Beim Porno sind sie tatsächlich ein bisschen krasser und ich glaube, der Pornokonsum ist ein bisschen heftiger als der Computerspielekonsum. Das hängt aber auch von Person zu Person. Unterscheidet sich das, ne? Computerspiele, Serien, Fernsehen und daran erkennst du es halt auch. Solche Sachen wie Netflix und Amazon Prime haben wieder dieses gleiche Muster drin. Dieses, boah, du hast so viele verfügbare Sachen, 1000 Stimuli. Weißt du, früher hast du dich vor den Fernseher gesetzt und musstest halt gucken, was kommt. Und es kam voll der Scheiß und dann hast du halt vielleicht einfach wieder ausgemacht und musstest auch nach Werbung gucken. Jetzt kannst du gucken, was du willst. Du hast die riesen Auswahl. Das ist wie Pornos. Also Netflix oder Amazon Prime sind wie Pornos für Filme und Serien sozusagen. Nur, dass sie nicht, also du wirst wahrscheinlich eher süchtig nach Pornos werden als nach Serien und so, weil es der krassere Stimuli ist. Aber das kann auch zusammenhängen. Ne? Du hast dann diese Pornosucht, diese Pornoabhängigkeit und um das ein bisschen auszugleichen, um dich davon abzulenken von dem Schmerz, fängst du dann an, irgendwie Serien zu gucken, um dich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Das hängt alles miteinander zusammen. Und hängt, wie gesagt, und darum geht es ja in diesem Video, alles zusammen mit sozialen Ängsten. Ne? Und ich glaube, jetzt sollte klar sein, wie du soziale Ängste loswerden kannst. Wenn du genetisch dazu veranlagt bist, wenn du wirklich genetisch ein ängstlicher Mensch bist, dann kannst du natürlich an diesem genetischen Teil erstmal nichts ändern. Das ist ganz klar. Das ist dann halt einfach so. Ne? Wenn du richtig beschissene Erfahrungen gemacht hast und das gelernt hast, dann ist das natürlich blöd. Aber dann wirst du das auch nur loswerden, indem du positivere Erfahrungen machst. Und dann kann dir diese Sache schon helfen. Aber wenn du, vor allem wenn du zu denen gehörst, die einfach nur wirklich durch diese Sache, zum Beispiel Pornokonsum, soziale Ängste haben, dann können wirklich deine sozialen Ängste dadurch komplett verloren gehen. Also es kann sein, dass die dann einfach weg sind. Ne? Und wie gesagt, du kannst mitmachen bei der Challenge, um dich deinem Pornokonsum zu stellen. Guck dir an, was du sonst noch für Abhängigkeiten haben könntest. Ne? Die einfache Frage, die du dir stellen kannst, ist, gibt es irgendwas, ohne das ich nicht wirklich leben kann? Und wenn die Antwort ja ist, dann ja. Oder gibt es etwas, was mir mehr Spaß macht als alles andere? Ne? Und ja, die Antwort könnte natürlich auch sein, ich male gerne. Ne, du verstehst schon. Aber ich denke, mit diesen Fragen kannst du der Sache auf den Grund gehen, wonach du süchtig sein könntest. Ich vermute aber, dass dein normaler Menschenverstand, wenn du kritisch mit dir selbst bist, du weißt wahrscheinlich schon, was die Dinge sind, die du nicht so ganz sein lassen kannst. Und wenn du das eben in den Griff bekommst, dann wirst du auch werden deine sozialen Ängste auf jeden Fall abnehmen. Und ich sage das deswegen, weil vielleicht wäre es so gewesen in früheren Zeiten, da war es wirklich so, dass die wenigsten Leute waren jetzt pornosüchtig oder so. Da gab es halt die Pornos, die musstest du in der Videothek kaufen, da konntest du ein Video sehen und wenn du dann eine andere nackte Frau sehen wolltest, musstest du wieder den nächsten Porno aus der Videothek holen. Aber heutzutage haben wir einfach so einen krassen Zugriff und jeder hat es auch schon mal gemacht. Also es gibt Studien, die sagen, dass wirklich 100% der Leute von 14 bis 29, zumindest die Männer, schon mal ein Porno gesehen haben in gewissen Ländern. Und das ist ein Problem, das betrifft so viele Leute. Und weil es so normal ist, ist es uns gar nicht klar, dass es ein Problem sein könnte. Ne? Das heißt, wenn du jetzt durchstarten willst, wenn du anfangen willst, wenn du diese Veränderung machen willst, ich glaube, es ist klar, wie das funktioniert, dann mach mit bei der Challenge. Ne? Wie gesagt, Video vom Sonntag. Ich hoffe, das ist soweit klar. Ich denke, ich habe alles erwähnt und erklärt, was du wissen musst, wenn du dazu noch Fragen hast, in die Kommentare. Wir sehen uns übermorgen wieder. Hier oben kannst du den Channel abonnieren, solltest du tun, wenn du es noch nicht gemacht hast, auch die Glocke aktivieren. Hier unten kannst du dich für einen neuen Coaching-Platz im nächsten Jahr bewerben. Und hier kommst du zu einem weiteren Video mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.